Menschen sind Gewohnheitstiere. Und es gibt Forscher, die behaupten, bis zu 80% von dem, was wir machen, ist es rein aus Gewohnheit. Ja, ich habe auch irgendwann mal angefangen mit dem Rauchen und habe wirklich jahrzehntelang geraucht. Und mit Hypnose war es weg und ich war frei. Und es war ein tolles Gefühl, frei zu sein. Heute helfe ich meinen Klienten, nicht mehr zu rauchen. In einer dreistündigen Sitzung. Und sie werden versprochen, nicht dick hinterher. Gewohnheiten sind fest in unserem Gehirn verankert. Und sie führen auch dazu, dass wir manches Essverhalten gewohnheitsmäßig sehr ungünstig betreiben. Ja, wir essen jeden Abend Chips und wollen es eigentlich nicht. Oder belohnen uns mit Essen. Diese Art von Essensgewohnheit ist mit Hypnose sehr schnell zu beheben. Eine drei- bzw. vierstündige Sitzung hilft, diese Gewohnheit loszulassen. Aber Essen ist nicht nur eine Gewohnheit, sondern mit Essen verändern wir auch unsere Gefühle. Und zwar nachhaltig. Unsere Verletzungen, wir verstecken uns damit. Und manche Menschen setzen richtig viel Fett an. Und da ist es nicht getan, meines Erachtens, mit, naja, einer kleinen Gewohnheit, die zu verändern, sondern da sind tiefgreifende Veränderungen notwendig. Stress gehört abgebaut, Konflikte beseitigt, um wirklich nachhaltig abzunehmen.